Hallo ihr Lieben, so ein kleines Energy-Update, weil die Jenny und ich sind schon ganz aufgeregt. Wir freuen uns schon, heute am Abend starten wir ja das neue Seelenpartnergespräch und jetzt egal in welcher Situation ihr euch befindet habt, ich habe jetzt den Impuls bekommen, mal zu schauen und zwar nicht einmal festgelegt jetzt für Leute, wo es ein bisschen schwierig ist, wo man merkt, okay, das Herz ist ein bisschen schwerer, da sind sehr viele Gefühle, die man sich gegenseitig spiegelt, die man vielleicht auch alleine hat, wo man im Loslassen ist oder eben auch noch nicht. Also komplett frei von dem und auch wirklich frei davon, egal welches Thema ja, ihr habt. Was bringt euch jetzt weiter? Was unterstützt euch jetzt energetisch? Was könnt ihr euch jetzt selber Gutes tun? Darauf schauen wir jetzt einmal kurz. Bis gleich. Ihr seht schon. Und zwar, ich habe jetzt wahrgenommen, auch wieder, es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Menschen jetzt im Moment. Manche nehmen die Energien, die jetzt gerade vorherrschend sind, und springen wie auf und kommen in so eine gefühlte Leichtigkeit, wo aber generell jetzt bei dem ganzen Kartenblatt immer wieder der Satz kam, erinnere dich, erinnere dich. Und wirklich dieses, es muss nicht schwer sein. Ja, und auch gerade für die, wo ich merke, ich habe deswegen die Heilzahlen, wollten auch dazu, da habe ich ein paar mehr gelegt, weil ich gemerkt habe, bei manchen ist das Herzchen vielleicht ein bisschen schwer geworden, ging ein bisschen zu in letzter Zeit. Ja, da einfach noch einmal unterstützende Energien. Und grundsätzlich, und das ist wunderschön, ja, geht es wirklich darum, erinnere dich und lass dich fallen in deine unglaubliche Seelenweite, die Hingabe dir selbst und dieser Transformation entgegen, wirklich hier dich treiben lassen mit dem Schmetterling, mit deiner inneren Kraft in die Stabilität, auch in dieser Dualität, ja, trotz der Dualität ab in die Stabilität. Und da geht es wirklich nochmal Vertrauen, vertraue, darum vertraue. So, jetzt habe ich das Vertrauen schon vorgegriffen und schon zweimal gesagt, es geht um das Wurzel, um den Wurzelbereich, vertraue. Öffne deine Arme, geh in deine Größe, lass dich in deine Größe hineinfallen und finde deine eigene Stabilität oder bade dich in deiner Stabilität. Und wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Jetzt habe ich so mitbekommen, ein bisschen was so ja, im Unterbewusstsein schlummert, beziehungsweise was vom Unterbewusstsein sehr hinaufdrängt, und das ist tatsächlich dieses Wandle auf der Brücke deines Glücks. Sie führt dich über die Untiefen deiner Emotionen hinweg. Die Annahme sich selbst gegenüber, diese Stabilität, sich in sich hineinfallen lassen und diesen unglaublichen, das spüre ich wie das Unterbewusstsein richtig rauf. Also manche werden vielleicht dazwischen so richtig hippelig sein, vielleicht so Freuden, ja, so Freudensprünge des Herzens erleben. Bei den anderen kommt vielleicht noch so ein bisschen ein Angstgefühl, wo sich einiges noch entbindet, weil man noch nicht so ganz weiß. Also da tut sich was und das ist dieser Seelenruf von ganz tief innen. Und da kommt und deswegen dieses Einswerden, die Wiederherstellung mit sich selbst, dieses sich selbst annehmen, egal was da jetzt gerade hochkommt, ob das jetzt eher beklemmend ist, ob das gerade freudig ist, mitnehmen, aufnehmen, annehmen, ja, mit sich da drinnen wandeln und eine Balance daraus finden. Eine richtig gute Beziehung zu sich selbst bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und hier geht es wirklich darum, deine Seele springt quasi in dieses stabile Fundament und nimmt dich als Menschchen mit. Und es kann schon sein, dass es dazwischen ruckelt und zuckelt. Und dort geht es nämlich direkt in diese befreiten Fluss deiner kreativen Energien und nutze sie für dein Leben. Und das ist das, das stößt so hoch. Egal in welchen Bereichen ihr euch befindet, was eure Berufung ist, was eure Begabung ist, wo ihr gerade steht in eurem Leben, die Seele will raus und will ihren Weg gehen und tut das auch. Also das ist schon da. Ja, und da geht es wirklich nochmal um die Bewusstseinswerdung. Was macht mir Spaß? Wo ist mein Feuer in mir? Wo darf ich das rausbringen? Was passiert da gerade in mir? Ja, aus der Vergangenheit kommt, du musstest hier scheinbar einen Weg gehen, wo du neue Strategien hast finden müssen. Und da sehe ich schon ein bisschen auch, da schwingt schon Traurigkeit mit. Da ist schon etwas, ja, das ist so irgendwie, ja, ne?
der herbstliche Wandel. Also man musste hier wahrscheinlich auch einiges zurücklassen oder ist noch dabei, dass etwas zurückgelassen werden muss. Neue Strategien sind nötig. Finde den Weg zur Liebe und zum Glück und genau dorthin geht's. Und da geht's wieder darum, schnelle Schritte in jeder Situation. Das ist das, was du mitbringst und deine Guides, und es geht auch hier wieder ums Vertrauen. Du bringst Vertrauen mit und Vertrauen stärkt dich, denn du hast gesehen, dass du auch, wenn hier vielleicht der Herbst oder der Winter deiner Seele kurz mal eingetreten ist oder dieser Winterschlaf, wie wir es aus anderen Karten kennen, hast du trotzdem die Kraft und ja, die Power deiner Seele, die sich da wieder umdreht, ihre Flügel öffnet und in die Stabilität geht, weil das sehen wir da. Ja, wohin geht's? Lebe die Träume als Träume auf dieser Welt. Lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Und da geht es wirklich darum, dass du das Wissen verbreiten darfst. Und da ist jetzt wirklich, ja, seht ihr das? Wo war es denn hier? Der Schmetterling, der dich begleitet, der dich anstupst durch diese Transformation in deine Tiefen. Und da sitzt er jetzt mit dir ganz gelassen und gechillt, während du das Leben genießt mit all deiner Kreativität und all deinen Begabungen. Und da geht es auch darum, dass du dich leben darfst und auch dieses Leben, was du mitbringst, ja, in diesen Ausgleich, in dieser Fülle, in dieser Lebensschleife auch auf die Welt verbreiten darfst. Wir haben hier die Energien, dass kritische Zustände überwunden werden, dass Leichtigkeit hineinkommt, dass Zeichen stark wahrgenommen werden, dass die Zurückhaltung ein bisschen aufgelöst wird und man dorthin gebracht wird, dass man sich nicht zurückhält, nicht sich selbst, ja, sondern sich in die Weite, in die Breite bringt, aber dass man sich manchmal, und das kommt hier schon, auch in Geduld wiegt und einfach den Situationen die Zeit lässt, sich zu entwickeln und für sich zu reifen, egal ob für sich, für den anderen, für die Welt. Und da haben wir dann auch noch, es ist Zeit für eine Veränderung. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidungen vor dir her. Beschütze, was du liebst, und da kommt wieder du selbst. Dies ist eine Verantwortung und deine Pflicht, und da kommt immer wieder dieses erinnere dich, denn du bist die heilige Vereinigung mit dir selbst und hüte deine Beziehung wie dein Schatz doppelt. Ja, und da kommt dann die romantische Beziehung. Wunder geschehen, ihr werdet es sehen, allein die Zeit wird es zeigen. Ja, es geht auch um einen Seelenpartner, hier ist die Führung mit dir telepathisch verbunden, gibt dir Hinweise, gibt dir Zeichen, dein Herz will hier negativ Erlebtes ins positive umwandeln in diesen Erfahrungswert, und es geht um die Verspieltheit, um dein eigenes Zuhause, was du dir jetzt selbst schaffst, um hier für die Welt und für dich den Gipfel des Glückes auch wirklich zu erleben, ja? Schau wirklich auf dich, was hast du schon geschafft? Da wird auch nochmal die Intuition gesteigert. Also es ist hier so ein Antrieb, ein Auftrieb. Noch einmal der Hinweis, verbinde dich mit dir, geh in den Chakrenausgleich, verbinde dich mit Kosmos und Erde. Schau, dass es dir gut geht, dass du dein Herz öffnest, dass du in die Breite gehst, dass du dich für dich selbst wirklich annimmst. Denn du bist auf der Suche, nicht nach deinem Seelenpartner, sondern nach dir selbst. Und da bist du wirklich schon so weit, dass du schon erkannt hast und schon eine richtig gute Ahnung davon hast, was sich hier denn im Spiegelbild für dich eigentlich befindet. Wir sind hier auf der Sehnsuche, auf der Suche nach sich selbst, auf der Lichtseite. Ebenso mit Licht und Schatten bist du schon so weit, dass du Licht und Schatten für dich annehmen und integrieren kannst. Du hast schon verstanden, dass alles das, dass irgendwo du eines bist. Und hier darfst du die Wahl treffen, nämlich die Wahl zu dir selbst und dich anzunehmen mit all dem, was du mitbringst, um diese Löwenkraft in dir zu aktivieren und für dich in diesem Leben einzustehen. Ohne weiterhin eine Zurückhaltung zu erleben. Und da geht es wirklich darum, hier deine Träume zu visualisieren, deine Träume in deine Bewusstwerdung zu bringen und für dich diesen Weg zu gehen. Ja, Halschakra kommt da noch ein bisschen mit, ja, ist auch noch da. Und dann haben wir, je mehr du dich der Liebe anvertraust und je weiter du dein Herz öffnest, umso leichter bist du und umgekehrt. Und dann auch noch als Hinweis für euch, je unverschämter du dich selbst lieb hast mit allem, was zu dir gehört, habe ich es nicht gerade gesagt, umso einfacher und selbstverständlicher liebst du auch dich selbst und andere. Ja, ihr Lieben, da bleibt mir nicht viel übrig, als zu sagen, ja, für manch einen rüttelt's und schüttelt's gerade.
Werft euch da hinein in diese stürmischen Fluten, in diese Energien und lasst euch treiben in euer Glück, in eure Hingabe und kommt zu euch, zu eurem Ursprung zurück. Bis dann, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss, Baba. So, Lieben, und für alle, die jetzt noch dran sind, danke fürs Kommentieren, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Mit mir sein, für euren Ausgleich in jeglichster Art und Weise. Ich freue mich immer sehr. Unten in der Infobox alle Daten, die ihr braucht, um mit mir in Kontakt zu treten, Informationen darüber, welche Karten ich verwende, meine Homepage und. Und für alle, die jetzt noch da sind, war noch einmal der Hinweis, erinnere dich an deine Stärke, Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Bleib dir selbst treu. Und es gibt einen heimlichen Verehrer. Das wollte ich nämlich noch rausspringen. Empathie. Dir selbst und anderen gegenüber. Ich erweitere meine Wahrnehmung und entwickle dadurch mehr Empathie. Ja, Mitgefühl, Gefühl für den anderen auch. Aber auch für sich selbst. Gerade auch wenn es um innere Kindarbeit geht, sich diese Liebe auch mal selbst zu schenken. Oh, und es geht um die Meisterschaft. Ja? Ich handle aus dem Bewusstsein meines inneren Meisters heraus. Genauso ist es. Ja? Und es war noch, was ist jetzt passiert? Jetzt hat irgendein Filter eingeschalten. Und jetzt, darum geht es wirklich, sich mit allen Strukturen in sich wieder zu verbinden, ja? mit seiner inneren Struktur auszustrahlen, in die Breite zu gehen, in die Weite zu gehen, sich selbst da drinnen zu finden, zu stabilisieren und für sich selbst einzustehen. Und da ist wirklich in der Heilung dieses Körperbewusstsein. Fühlt euch selbst, nehmt euch an. Ja? Geht wirklich in diese innere Kraft von selbst, von drinnen, von innen heraus, von selbst, ja, für euch selbst. Ja? Und lasst euch leben. So. Danke und bis später dann. Ram Bolo.